Moin zusammen, eine neue Folge von Schloss und Schlüssel, nach einer etwas längeren Pause, viel anderes Zeug zu tun, aber heute geht es endlich weiter mit diesem Schätzchen hier, eine kleine Wikinger-Tour. Schloss habe ich schon weitgehend fertig gemacht, habe ich auch ein paar vorangehende Videos schon gezeigt. Jetzt geht es vor allen Dingen um die Überfallen und Scharniere. Da sind provisorische Dinger dran, aber wir wollen jetzt mal einmal gucken, wie wir das auf Dauer montieren. Ich schaue mir das mal in Ruhe an und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Das hier sind die bisherigen Scharniere, die sehen auch durchaus gut aus, wobei wir uns jetzt die Original-Fund-Sachen nochmal angeschaut haben und die Abdrücke. Und wir gehen jetzt tatsächlich eher davon aus, dass es sich doch um diese Ringscharniere gehandelt hat. Also oben ist ein Ring, der so ist und unten so. Also keine diese typische Rolle, sondern was sich hier drinnen dreht. Das lässt sich aber relativ zügig machen. Die sind nur oben festgenietet, deshalb, ich werde die gleich auseinandernehmen. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir uns hier passende Scharniere mitmachen. Ich habe mir schon mal Blechstreifen geschnitten, denn der ragt hier so ein bisschen uncharmant ins Bild, schon mal in der passenden Breite. Sprich, hier muss ich jetzt auf die passenden Längen einmal abknipsen und dann müssen wir oben einmal die Ringe ausschmieden. Und das schauen wir uns an, das habe ich nämlich in der Form noch nicht gemacht. Kann sein, dass der Streifen zu dünn ist, müssen wir mal ausprobieren. Ne? Sonst gibt es irgendwas ganz Billiges, Hässliches, geht ja auch. Für die unteren Ringe werde ich gar nicht so viel Überstand brauchen, also für die unteren Scharnierteile, weil das da reingelocht und geschlagen wird. Nur die oberen, die muss ich eventuell ein bisschen länger lassen, um da den Zipfel auszuschmieden. Das habe ich so in der Form noch nicht ausprobiert. Sind die Teile für die Rückseite und ich mache von den oberen mache ich direkt zwei mehr, dass wir vorne für die Überfallen auch was haben. Dann muss ich das nachher nicht mehr abschnibbeln. Dann muss das Maß nur ungefähr stimmen, weil da eh noch mal was abgeschnitten wird, je nachdem wie weit ich da das Loch reinkriege. Das muss ich mal sehen.
Da sind sie, die vier kleinen Racker. Ihr habt es gesehen, Feuer verschweißen. Ja, von der Technik her ist mir das klar, aber vielleicht haben es die Kenner unter euch auch gesehen. Die Temperatur von der Gasesse reicht in der Form, wie sie jetzt ist, definitiv nicht. Da muss ich nochmal schauen, gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder die Hitze entweicht doch zu sehr durch die Wände, also sprich, man müsste mehr isolieren. Oder kommt gar nicht erst auf die Temperatur, oder ich müsste mal mit einem kleineren Venturi-Rohr arbeiten. Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. De facto, die Dinger sitzen aber so ganz gut. Ich habe sie auf der Rückseite mit einem winzigen Tropfen Messing nochmal nachgelötet. So sollte es auf jeden Fall halten. Ist eine historische Technik und fällt nachher nicht auf, beziehungsweise man sieht es nachher überhaupt nicht. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Schloss zusammenbauen. Das ist ja momentan noch provisorisch mit ein paar Nägeln fixiert. Und dann gucken wir mal, dass wir die Überfallen so dran kriegen, dass wir nachher das gute Teil auch abschließen können. Wenn das alles fertig ist, wird es alles einheitlich geschwärzt und dann gucken wir mal, dass wir es montieren. So, abgelaufenes Weißbeinessig. Ein bisschen einliegen das Ganze. Und dann machen wir da eine feine Vinaigrette raus. Nein, ich lege es ein bisschen in Essig ein, Stündchen oder so, der Hammerschlag, dass der sich ein bisschen besser ablöst, weil darauf hält nachher weder die Schwärzung gut, noch ist es gut für Feilen, wenn ich nachher das Ding nochmal ein bisschen nachbearbeiten möchte. Ich korrigiere, es war nicht das Abgelaufene, das hier ist noch bis 24 haltbar. Naja, da machst du nix. So, jetzt wollen wir das ganze Ding hier nochmal so ein bisschen was brünieren. Oder schwärzen, wie auch immer. Da streiten sich ja die Geister. Eigentlich ist der Brünieren wieder gerne als chemischer Prozess genommen. Wobei man natürlich sagen muss, das Einbrennen von Öl in die Oberfläche oder auch nur das Erhitzen und dann gibt es eine schwarze Schicht, ist ja de facto auch ein chemischer Prozess. Ich weiß gar nicht, wie das dann offiziell heißt. So, ich habe da Blatt. Das Blech ein bisschen vorgewärmt, jetzt haben wir ein bisschen Leinöl drüber. Mal kurz gucken, ob das schon reicht. Ich mache noch ein bisschen warm. So, frisch aus dem Ofen. Ich denke, das sollte es halbwegs tun. Ja, einen ganz kleinen Restfeucht, die habe ich hier noch in dem Tuch drin. Da gehe ich noch eben rüber, dass ich die ganz groben Huppel noch wegmache. Man sieht also, je dünner die Schicht ist, desto schneller wird es natürlich auch warm und verdampft so ein bisschen. Wichtig hier ist so eine, ich sag mal passive Hitze. Wenn ich jetzt hier volle Möhre mit dem Brenner drauf löte, dann wird es nicht schwarz, dann verbrennt einfach nur das Öl und dann platzt es ab. So, dann wollen wir das alle mal zusammendrömmeln. Bitte. Innenseite. Und ich habe mir zum Glück gemerkt, der hier war vorne und der hier war hinten, und zwar war hier oben. So, haben wir den hier schon mal dran. Und den anderen, so, Nägelchen Nummer 1. Und Nägelchen Nummer 2. Thank you.
So, mit relativ wenig Flurschaden. Läuft, das wird sich noch einschleifen. Halbwegs gerade. So. Dann als nächstes die Feder. Da hatte ich hier die Löcher ja schon vorgelockt. Die Feder klemmt hier schon mal drinne. Da sitzt sie. Das ist immer so dieser Point of No Return. Ach, na komm her. Das ist nicht ganz so schlimm, weil das jetzt nicht irgendwie was verniete, was an der Feder dran sitzt, aber wenn einem die Feder bricht oder kaputt geht oder so, ja, das kann man neu machen, das ist aber jedes Mal ziemlich asig von der Arbeit her. Deswegen bin ich hier sehr vorsichtig, dass ich hinten wirklich nur mit dem Niet- bzw. Nagelkopf drauf liege. So, Feder sitzt drinne, hält, dann wollen wir mal gucken. So, ich zeige euch mal, wie es funktioniert. Hier ist das ganze Ding von hinten. Also von außen geht der Schlüssel rein, drückt hier die Feder hoch und dann kann ich das Schloss rausziehen. Der Schlüssel kann jetzt auch nicht verschütt gehen. Ne? So. Und wenn ich halt das Ding wieder zumachen will, raus, runter und hier vorne kann ich das Ding jetzt auch nicht gegen seinen Willen bewegen. So, das war Teil 1 der Wikinger-Truhe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, demnächst ein bisschen mehr zu produzieren. Und wir sehen uns einfach in Kürze wieder in Teil 2. Ne? Bis dann, macht's gut.